Ist das wirklich nötig? Ja, Jenna, kurz vor Weihnachten fällt immer eine Lichterkette aus, ja? Und dann steht man blöd da. Deshalb müssen wir das jetzt testen. Alle gleichzeitig in einer Steckdosenleiste. Ja, sicher. Was soll schon passieren? Siehst du, alle kaputt. Nee, ich glaube eher, wir haben einen Stromausfall. Jupp, alles tot. Stromausfall? Ich habe mal gelesen, dass wenn in einem Land der Strom ausfällt, dann haben wir innerhalb von 2 Wochen Zustände wie im Mittelalter. Denk mal an die Krankenhäuser, Kindergärten, E-Autos. Nur hier in der WG, Hannah. Ah, du meinst wegen... Ja, ich glaube, die Sicherung ist genauso durchgeknallt wie du. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo der Sicherungskasten ist. Hat sich immer Lizzie drum gekümmert. Rufen wir sie mal an. Wie denn ohne Strom? Jenna, Köpfchen einschalten. Hm? Die Haustelefone laufen doch über eine andere Leitung. Du hast recht, es tutet. Hi Lizzie, hier ist Jenna. Frag sie, wo der Sicherungskasten ist. Uns hat's eine Sicherung rausgeschossen. Ob Hannah wieder den Lichterkettentest gemacht hat? Nein, sag, es war deine Brotschneidemaschine oder so. Absolut. Danke. Kannst du uns sagen, wo der Sicherungskasten ist? Im Technikraum. Okay, wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Mhm, mhm. Erst links, dann rechts. Pfefferspray mitnehmen. Verstanden. Hast du gerade einfach aufgelegt? Ohne Lizzie zu fragen, wie sie in der neuen Wohnung mit Janik geht oder Tschüss zu sagen? Lasst mal ein Like da, wenn ihr mit euren Freunden netter umgeht. Ja, in Filmen und Serien macht man das auch so. Ich meine, das ist für die Zuschauer dann noch eh nicht relevant. Okay, also jetzt zu relevanten Dingen. Wie kommen wir in diesen Technikraum? Durch den Lüftungsschacht. Den Lüftungsschacht. Den Lüftungsschacht. Fucking Altbau. Und wer soll da jetzt rein? Naja, du. Wieso ich? Weil es deine Schuld ist, dass die Sicherung rausgebrannt ist. Und weil du... Was? Weil du kompakter bist als ich. Bist du sicher, dass du nicht ein anderes Wort mit K meintest? Du meinst ein ziemlich cooles Chaoskind? Auf gar keinen Fall das andere Wort mit K. Nämlich klein. Das meine ich nicht. Du bist nicht klein. Danke. Und du bist jung und wendig. Also, nichts wie rein da. Schutzanzug, Pfefferspray, Taschenlampe. Los geht's. Du schaffst das. Siehst du schon was? Was? Ich kann dich nicht richtig verstehen. Au. Oh, Walkie-Talkies. Gute Idee. Wenn ihr auch Walkie-Talkies gebrauchen könntet, dann klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da verkaufen wir nämlich welche auf Kleinanzeigen. Siehst du schon was? Over. Nein. Nur Spende eben. Du hast nicht over gesagt. Over. Will ich auch gar nicht. Hier drin ist sowieso schon creepy. Wenn ich jetzt so weiterrede, dann ist es mir mega nicht over. Erst nach rechts und dann nach links, weißt du noch? Oder was andersrum? Ja, ich sehe es. Da hinten kommt die nächste Abzweigung. Hannah? Ich glaube, ich bin hier drinnen nicht alleine. Ist da noch jemand anderes, der einen Stromausfall hatte? Nein, hör mal. Bitte sag mir, dass das dein Magen war. Nope. Ich habe Angst, Hannah. Alles wird gut, Jenna. Du bist bestimmt gerade nur über der Wohnung von dem Typen, der so Reizhusten hat und der hat gerade ein Schnäppchen auf Kleinanzeigen gefunden und deswegen Schnappatmung bekommen. Ja, sowas wie einen Luftbefeuchter oder einen günstigen Inhalator. Ja, genau. Auch für solche Hilfsmittel gibt es ja tolle Angebote auf Kleinanzeigen. Ja. Ja, das wird es sein. Kannst du mir noch mal beruhigende Dinge sagen? Wenn du da wieder rauskommst, dann gönnst du dir ein Entspannungsbad und ich bring dir Kekse und heiße Schokolade in die Wanne. Ja, danke. Das hilft. Und dann schauen wir einen kitschigen Film. Weißt du, irgendwie ist es viel einfacher, so mit dir zu reden, als dir in die Augen zu schauen. Stimmt. Ich weiß, wir hatten uns anfangs nicht so viel zu sagen, aber irgendwie bin ich gerade richtig beruhigt, dass du da bist. Ich auch. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen aneinander gewöhnen, aber das kriegen wir doch hin, oder? Jenna? 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 Halte durch! Ich rette dich! Jenna? Alles gut, Hannah. Das ist nur der Nachbar. Du packst es schon. Okay. Mann, warum haben wir 2000 fast gleiche Feuerzeuge? Okay, ist vielleicht besser so. Was ich nicht sehe, kann mich nicht sehen. Genau so war es. Ja, wirklich und ganz in echt. Sie geben also selbst zu, den Stromausfall verursacht zu haben. Den Teil mit dem Lüftungsschacht haben Sie schon gehört, ja? Ja, aber wieso sollte ich deswegen auf eine verspätete Mietzahlung warten? Weil laut § 16a Absatz 96 Epsilon hoch 4 der Mietwohnungsverordnung ein Stromkasten frei zugänglich und nicht nur über den monsterbefallenen Lüftungsschacht erreichbar sein muss. Monsterbefallener Lüftungsschacht. Lizzie, warum haben Sie denn nicht einfach die Tür vom Fahrradkeller in den Sicherungsraum genommen? Weil wir keinen Schlüssel haben? Aber der wurde Ihnen doch beim Einzug übergeben. Und zur Not passt übrigens auch Ihr Badezimmerschlüssel. Allerdings ist durch ihr Malheur in der Tat aufgefallen, dass der Sicherungskasten nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Ich werde deswegen diese Woche noch einen Elektriker beauftragen, der sich das Ganze einmal ansieht. Genau darauf wollten wir doch hinaus. Die Sicherheit unserer MieterInnen steht für mich an erster Stelle und hat höchste Priorität. Ich werde deswegen ein Auge zudrücken und ihnen zugestehen, die Miete dieses Mal 2 Wochen später zu überweisen. Da haben sie es jetzt aber spannend gemacht. Sie meinen, danke, das hilft uns sehr. Und am besten überlegen Sie sich, wie Sie die Miete zu zweit in Zukunft tragen wollen. Guten Tag. Und wie machen wir das jetzt mit der Miete? Ich schätze, wenn wir nicht ausziehen wollen, dann brauchen wir wen Neues, der bei uns einzieht.